begrüße Sie, meine Damen und Herren, so wie es sich gehört, mit Grüß Gott und vielleicht auch mit dem islamischen Friedensgruß Assalamu alaikum, von dem der Überlieferung nach Mohammed gesagt hat: Begrüße mit dem Gruß den, den du kennst und den, den du nicht kennst. Der etwas längliche Titel meines heutigen Vortrages verweist auf ein interessantes Spannungsfeld, welches sich an unserer Universität entwickelt. Sie haben es vielleicht den Medien entnommen. Die Universität Erlangen-Nürnberg bewirbt sich um die Bundesgelder für den Aufbau islamischer Studien, gemäß den Empfehlungen des Deutschen Wissenschaftsrats vom Januar 2010. Diese Empfehlungen des Wissenschaftsrats wurden auch in muslimischen Kreisen aufmerksam wahrgenommen, weil sie mit dem Abschnitt A5.3 Islamische Religionspädagogik und Islamische Religionslehre auf den Fachbereich Islamische Studien und in diesem Zusammenhang auch auf Islamische Religionspädagogik zu sprechen kommen. Dort steht neben Begriffen wie Imamausbildung, die aus der Presse hinlänglich bekannt sind, auch die Frage der Ausbildung von Lehrkräften für das Fach Islamische Religionslehre an den öffentlichen Schulen in Deutschland oder die Forderung nach Nachwuchsförderung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Vielleicht ein Hinweis: Das Volumen, das Finanzvolumen dessen, was von Seiten des Bundes vorgesehen ist, beläuft sich auf ca. 5 Millionen Euro. Und was die komplementäre Nachwuchsförderung durch die Mercator-Stiftung angeht, auch das wurde ja über die Pressestelle der Universität publiziert, da sind wir mit dabei, so hat die Mercator-Stiftung 3,6 Millionen Euro in die Hand genommen, um für die nächsten 6 Jahre ein Graduiertenkolleg islamische Studien aufzubauen und zu fördern. Sie sehen also, die Summen verweisen auf einen bestimmten Hintergrund, nämlich den des öffentlichen Interesses. Worin präzise dieses öffentliche Interesse besteht oder das höhere Interesse, wenn Sie so wollen, das wird im Laufe meines Vortrags deutlich werden. Ein Zyklus von Fachtagungen im Sommer letzten Jahres zu theologischen Fragen in Berlin, zu religionsverfassungsrechtlichen Fragen in Münster und speziell zu Fragen der islamischen Studien in Köln hat diese gesamte Thematik in der wissenschaftlichen Gemeinschaft noch einmal diskutiert. Es ist auch eine Menge dazu publiziert worden. Im Übrigen, diese Beiträge stehen alle auch auf der Website des Wissenschaftsrats. Da sind eine ganze Menge interessanter Aufsätze zu den islamischen Studien im weiteren Sinne. Ich möchte mich beschränken aber nun auf den Aspekt der Religionspädagogik. Religionspädagogik, meine Damen und Herren, wird in der Öffentlichkeit nicht als zukunftsweisender Fachbereich wahrgenommen. In den Augen jener, die sich mit ihr beruflich auseinandersetzen, gilt sie als eine typische Anwendungsdisziplin, die eine Reihe von Dingen zu leisten hat. Was von ihr erwartet wird, verweist weniger auf die Religionspädagogik als forschende Disziplin, sondern auf bestimmte berufliche Handlungsfelder, in denen Religion zum Thema wird. Zum Beispiel der schulische Religionsunterricht. Was die Universität angeht, muss gelegentlich in Erinnerung gerufen werden, dass die Religionspädagogik eine eigene wissenschaftliche und im Besonderen akademische Tradition pflegt. Was heißt das konkret? Und was ist islamische Religionspädagogik? Eine Pädagogik des Islams oder eine Pädagogik von Muslimen für Muslime? Irgendeine Sonderpädagogik für Sonderlinge in einer besonderlichen Situation? Die Zukunft islamischer Religionspädagogik erschöpft sich ja nicht darin, dass muslimische Professoren muslimische Lehrkräfte ausbilden, muslimische Schülerinnen und Schüler in einem islamischen Religionsunterricht mit Islam zu beschulen. Die mit den unterschiedlichen Religionen implizierten Einheiten des jeweils eigenen Bekenntnisses, spezifischer normativer Strukturen und dazugehöriger Personen verweisen auf das, was von Religionsgemeinschaften in Abgrenzung voneinander als ihre eigene Deutungs- und Gestaltungsmacht identifiziert wird, nicht aber auf ein wissenschaftlich begründetes Paradigma. Religionspädagogik steht deshalb im Dienste dessen, was in den Zuständigkeitsbereich institutionalisierter Religion fällt und wird gern als die Wissenschaft von der schulischen Vermittlung
im Dienste etablierter Theologie verstanden. Dies indes weniger von Religionspädagogen selbst als vielmehr von solchen, die das in Anspruch nehmen. Zum Konfliktfall für die islamische Religionspädagogik kann dabei werden, dass sie als akademische Disziplin in Deutschland gegenwärtig besser etabliert ist als die islamische Theologie. Das zeichnet die Analyse des Deutschen Wissenschaftsrates eindeutig nach. Die Art von Theologie, die von Seiten der islamischen Religionspädagogik betrieben wird, gilt deshalb als ein Phänomen des Übergangs. Die wenigen heute an den deutschen Universitäten exponierten Fachvertreter der islamischen Religionspädagogik, da zähle ich dazu, decken gleichsam ersatzweise, subsidiarisch, die theologischen Fragestellungen ab, bis ihnen diese Aufgabe von den eigentlichen Theologinnen und Theologen, die erst nachwachsen müssen, abgenommen wird. Eine willkommene und sicherlich notwendige Entlastung, aber zugleich ein Missverständnis, denn Religionspädagogik betreibt von jeher ihre eigene Form theologischer Expertise. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler allen gegenwärtig geltenden Religionslehrplänen zufolge, also auch evangelischen, katholischen, jüdischen und den islamischen, in theologischen, ja sogar hermeneutischen Kompetenzen geschult werden sollen. Das heißt, sie sollen befähigt werden, die Welt regelgeleitet religiös zu deuten und sich als religiöse Subjekte zur Welt zu positionieren. Dabei sollen sie aber auch befähigt werden, sich zu ihrer eigenen Tradition zu positionieren. Das heißt, ein gewisser Grad an emanzipatorischem Potenzial soll über die Beschulung von Schülerinnen und Schülern in islamischer Religion angedacht und erreicht werden. Dies ist eine Zielangabe, die sich für den Islam aus zwei Gründen aber spannend gestaltet. Mit der akademischen Bearbeitung des Islams als Lehre werden kulturräumliche und sprachliche Grenzbereiche durchschritten, und zwar von den Muslimen selbst. Das ist das Neue an der Geschichte, Theologie als Selbstauslegung im eigenen religiösen System. Und von ihnen wird nichts Geringeres erwartet, als genügend Potenzial freizusetzen, um zu einer Reformulierung des Islams zu finden. Manche würden hier sogar den Begriff Reform benutzen wollen. Eine Reformulierung des Islams, ich bleibe da lieber religionswissenschaftlich, die als anschlussfähig gilt, und zwar an die zivilgesellschaftlichen Standards, was Normen, Werte, Rechtsgüter und die subjektive Ethik angeht. Ein weiteres Argument für die eigene theologische Expertise islamischer Religionspädagogik liegt darin, dass bis in die gegenwärtige Literatur zur islamischen Bildungslehre hinein, meistens in arabischer Sprache verfasst oder in Urdu oder in Englisch, die Religionslehrkräfte als Personen gelten, die mit der religiösen und pädagogischen Letztverantwortung als ihrer Pflicht und ihrem Recht Rede und Antwort stehen. Auf Arabisch bezeichnet man das als al-mujtahid bin nafsi. Sie können sich dabei weder hinter ihrem staatlichen Auftrag, hinter der Heiligen Schrift oder hinter der religiösen Institution verbergen, sondern treten selbst nach vorne. Sie treten gleichsam als Personen für die Religion ein. Zumindest so, wie es nach Artikel 7.3 des deutschen Grundgesetzes, der dort einige Maßgaben regelt, beabsichtigt ist. Das verlangt von ihnen eine persönliche religiöse Orientierung ab und damit erhebliche Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Bereitschaften und religiöse Urteilsfähigkeit, noch bevor sie die Tür des Klassenzimmers durchschreiten. Sie sehen also, mit welchem Anspruch hier an die Ausbildung von Religionslehrkräften herangetreten wird. Islamische Religionspädagogik schöpft dabei aus ihren eigenen reichen Traditionen. Sie ist keine islamische Variation christlicher Religionspädagogik. Dieser Hinweis sei deshalb gestattet, weil sich viele muslimische Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den erwähnten Tagungen des Wissenschaftsrates nicht ganz des Eindrucks erwehren konnten, dort werde einem Islam mit dezidiert protestantischer Signatur das Wort geredet. Das sei typisch deutsch. Dieser Anwurf ist nicht aus der hohlen Hand. Erst vor einigen Tagen, am 15. Januar, morgens um 19:45 im Deutschlandfunk, jetzt wissen Sie, was ich bevorzugt zum Frühstück für Radio höre,
musste sich der EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider des Vorwurfs erwehren, er wolle Muslime darin belehren, wie sie ihre Theologie zu betreiben hätten. Unter der Überschrift »Islam braucht Aufklärung« gab er zu Protokoll, die Muslime hätten die mediale Zuspitzung seiner Aussagen missverstanden. Es gehe ihm um die Einladung an den Islam, sich aus der Gesellschaft heraus und aus der Wissenschaft heraus neu zu definieren, er solle aus ihnen gleichsam erwachsen. Das klingt, als solle der Islam erwachsen werden. Gefragt danach, was er denn nun konkret meine mit Aufklärung, verwies er auf die Geschichtlichkeit und Gewordenheit des Korans, der als Text nicht nur in der Dimension des Glaubens, sondern vor dem historischen Hintergrund seiner Entstehung verstanden werden müsse. Für Musliminnen und Muslime, die schon längst an der hermeneutischen Erschließung des Korans zwischen Gadama und Derrida, also zwischen Hermeneutik und Dekonstruktion, arbeiten und angesichts einer reichen islamischen Tradition an historischer Theologie und an Religionsphilosophie verweisen derlei Statements der Tagespolitik, jedenfalls so die Wahrnehmung der Betroffenen, auf nichts anderes als auf inkompetenter Berater und das Beharren auf einem Überlegenheitsparadigma. So wie das Wort Integration fällt auch ein Begriff wie Aufklärung noch in das Arsenal politischer Kampfbegriffe, über die bevorzugt Grenzziehungen vorgenommen werden, anstatt Brücken geschlagen. So jedenfalls die gegenwärtige Wahrnehmung. Solches fiel auch den muslimischen Fachvertreterinnen und Fachvertretern und nicht nur den muslimischen Fachvertretern aus dem Ausland überraschend deutlich auf, die aus England, Frankreich oder Südostasien an den oben genannten Tagungen des Wissenschaftsrats teilnahmen. Das ist nicht weiter schlimm. Was bleibt denn denen, die sich, und dafür gebührt ihnen Anerkennung, nun schrittweise mit der Grammatik des Islams vertraut machen, was bleibt ihnen denn anderes übrig, als sich der eingeübten Muster der Beobachtung und Klassifizierung zu bedienen? Just um die Notwendigkeit dieses Diskurses geht es doch, wenn wir von der Etablierung islamischer Studien in der akademischen Landschaft sprechen. Und da kommt es natürlich auch zu Reibungsenergie. Sie haben auf dem Handout einen Hinweis auf einen Podcast des SWR2, den Sie herunterladen und nachhören können dort. Dort habe ich mich mit meinen Kollegen Reinhard Schulze, Islamwissenschaftler aus Bern, und Klaus von Stosch, komparative Theologe der Uni Paderborn, im Radio über diese Fragen im vergangenen Jahr ausführlich unterhalten. Mitverantwortlich für die hier angezeigte Problemlage könnte das Papier des Wissenschaftsrats selbst sein. Es nimmt ja nicht nur die islamischen Studien in den Blick, sondern führt einen zugegebenen gut gelungenen Rundumschlag in Richtung weiterer Disziplinen. Die christlichen Theologien, die Religionswissenschaften, die Islamwissenschaften und die Judaistik und versucht eine umfassende neue Verhältnisbestimmung zwischen diesen Disziplinen, die bekenntnisbezogen sind oder säkular, aber religionsbezogen arbeiten, anzuempfehlen. Damit sind aber Fachbereiche angetippt, die sich an unterschiedlichen Standorten in der einen oder anderen schwierigen Situation befinden. Wegbrechende Studierendenzahlen, unvorteilhafte Spezialstudiengänge ohne Zukunft, ein diffuses wissenschaftliches Selbstverständnis, ein misslungener Anschluss an die empirische Forschung und ein Mangel an interdisziplinärer Verankerung deuten mehr auf den Überlebenskampf eines Fachs als auf sein innovatives Potenzial. Mir ist indes keine Empfehlung des Wissenschaftsrats bekannt, die nicht strukturbildend gewirkt hätte. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass solche Empfehlungen Auswirkungen darauf haben, wohin Fördermittel fließen. Ich habe die Beträge ja vorhin genannt. Hinter dem kollegialen Zugriff auf die islamischen Studien steckt also auch die Aussicht auf neue Themen, gestiegenes Prestige und frisches Geld. Aber um es mal pragmatisch zu formulieren, warum denn nicht? Allerdings führt das momentan zu einer Beschleunigung von Prozessen und ihren Akteuren im Feld des Islams in Deutschland, denen eigentlich noch mehr Zeit gegeben werden müsste, sich zu entwickeln, in fachlicher Hinsicht zu entwickeln. Von der institutionellen Seite möchte ich gar nicht sprechen, die ist hoch prekär, wenn Sie darauf schauen, in welchen Organisationsformen
Musliminnen und Muslime heute in Deutschland gesellschaftlich repräsentiert und etabliert sind. Auf das Problem weisen die Entschleuniger hin, während die Beschleuniger darauf bauen, dass sich über Mittelzusagen aufgebaute Zugzwänge am ehesten dazu eignen, die Akteure in die Disziplin zu nehmen. Die Thematik, und das spricht nun doch für das zügige Prozedere, für das sich auch unsere Universität entschlossen hat, hat auch ihre integrationspolitische Bedeutung. In diesem Beitrag soll nun nicht auf die Fragen der Integration eingegangen werden. Selbstredend geraten für die Religionspädagogik des Islams in Deutschland Menschen in die Mitte, die Migrationserfahrung haben oder zumindest mit der Migrationserfahrung ihrer Eltern oder Großeltern identifiziert werden. Ein Großteil der sogenannten Migrationshintergründe beruht ja eher auf Zuschreibung, denn auf Selbstzuschreibung. Die geläufigen Vereinfachungen wie die Muslime in Deutschland sind, Pünktchen, 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 als Zielgruppe zum Beispiel, mögen in einem essentialistisch und bisweilen territorial anmutenden Religions- und Kulturbegriff begründet liegen, der noch in der überwiegenden Mehrheit der Publikationen herumgeistert. Die Prozessstrukturen religiöser Gegenwarts- und Alltagskulturen oder auch des Lebensentwurfs religiös autonomer Subjekte mit ihren ganz eigenen Biografien bilden in der wissenschaftlichen Forschung bis auf wenige Ausnahmen noch eine Randnotiz. Und damit möchten wir hier gerne aufräumen, indem wir diese Forschungsfragen in die islamischen Studien integrieren. Keine Randnotiz ist, dass Integration als Berufungshorizont der politischen Klasse auf Menschen mit Namen und Gesichtern verweist, die Integration als Leistung erbringen. Ihre Integration in einer Gesellschaft, die in sozialer Hinsicht horizontal und vertikal mobil ist, die mit Blick auf Ideen und Weltanschauungen neugierig ist und, was Religion in ihrer institutionalisierten Form angeht, kritisch eingestellt ist, beim Islam sowieso, befinden sich, wie es unlängst wieder hieß, Türken und Araber, denn nicht in einer selbstverschuldeten, prekären sozialen Situation, die auf den Islam zurückzuführen ist? Und wie kann der Islam dort Lösungen für Probleme anbieten, wo er als ihre Ursache wahrgenommen wird? Gehört Bildungsferne zum Referenzrahmen einer Religionspädagogik, die sich bevorzugt dem Bild vom bildsamen Menschen widmet? Eindeutig ja. Denn der sogenannte lebensweltliche Bezug des Religionsunterrichts gehört ebenso zum fachdidaktisch begründeten Paradigma wie seine Rückbindung an das normative System von Welt und Mensch in seiner Deutung. Die Moderation zwischen religiöser Interpretation der Welt und weltlicher Infragestellung der Religion, zwischen Institution, Inszenierung und Intention einer Religion und nicht zuletzt die zwischen Subjekt und System, bildet die Plattform religionspädagogischer Expertise in der Forschung, Lehre und mit Blick auf die praktische Theologie in der Anwendung. Zugegeben, die Chancen und Risiken islamischer Religionspädagogik liegen umso enger beieinander, je gehobener der Anspruch. Wer die islamische Religionspädagogik vertritt, hat es aber mit einem dreifachen Prestigeproblem zu tun. Erstens, die Pädagogik als weiche, integrative Wissenschaft gilt schon per se im Kanon der geisteswissenschaftlichen Fächer als anfällig für Ideologien und als nicht immer ganz auf der Höhe mit den Standards, wie sie in den harten Bezugswissenschaften wie Soziologie oder Psychologie vertreten werden. Zweitens, der Religionspädagogik haftet der Ruch an, sich mit ihren Vorannahmen just in dem normativen Gewebe zu verheddern, das sie eigentlich helfen sollte zu entflechten. Und drittens, der Islam gestattet, so eine weit verbreitete Ansicht in universitären Kollegien, seinen Anwendern und Anhängern nicht die für die Forschung notwendige Distanz. Vielleicht liegt auch hier ein Motiv für die onkelhafte Umarmung der islamischen Studien, eine Mischung aus Fürsorge und Vorsorge. Fürsorge vielleicht, wie es der Dekan einer theologischen Fakultät einer deutschen Universität kürzlich verriet. Er vertrat mir gegenüber die Ansicht, mit den an seiner Universität vorfindlichen Muslimen ließe sich keine Theologie betreiben. Die sollen doch erstmal ihren Kant lesen, denn der Islam kenne ja keine Aufklärung. Und Vorsorge vielleicht,
wie es der Islambeauftragte einer Landeskirche mir gegenüber im letzten Jahr zum Ausdruck brachte, als er sagte, mit unserer liberalen Art als Muslime mit dem Islam Theologie zu betreiben, seien wir für die etablierten religiösen Institutionen eine Bedrohung. Und zwar dann, wenn sich das islamische Modell einer akademischen Theologie als der interessantere Weg erweise, überhaupt Theologie zu betreiben. Er meinte damit nicht die Theologie von Theologen für Theologen, sondern er meinte die echte Botschaft für die Menschen da draußen. Wenn Sie auf Ihrem Skript ein bisschen mitwandern, ich komme zur grundlegenden Dimension und möchte für diesen Ansatz der grundlegenden Dimension, eine von vier Dimensionen, auf die ich zu sprechen komme, die anderen sind etwas kürzer, folgende Ausgangsthese formulieren. Und damit werde ich etwas themenzentriert theologischer, damit Sie auch einen fachwissenschaftlichen Input zu der Thematik mitbekommen oder mitnehmen können. Folgende These. Der Koran als Schrift. Wir haben ja letzte Woche einen interessanten Vortrag gehört von meinem Kollegen Bobzin. Der Koran als Schrift beschreibt ein bestimmtes Spannungsverhältnis von Lehre, Situation und Person. In den damit verbundenen theologischen und historischen Bezügen liegen richtungweisende Ansätze für die religionspädagogische Bearbeitung begründet. Folgende exemplarische Textstelle des Korans verdeutlicht, was darunter zu verstehen ist. Hier in einer eigenen, freien, kommentargestützten Übertragung von mir ins Deutsche, die in gewisser Weise die Zielgruppe religionspädagogischen Handelns in den Blick nimmt, was nochmal ein Randproblem, was eigentlich ein Kernproblem darstellt, was nur am Rande erwähnt werden kann. Nehmen wir die Übersetzung meines Kollegen Bobzin, von der ich sehr viel halte, nur mit der kann ich nicht in den Religionsunterricht einer 5. oder 6. Hauptschulklasse gehen. Wir stehen also mit unseren Religionslehrkräften vor dem großen Problem, wie wir die Textarbeit, die koranbezogene Textarbeit im Unterricht gestalten. Das wird sicherlich nochmal einer unserer zentralen Forschungsansätze sein, zu denen wir eine entsprechende Graduiertenschule aufbauen möchten. Das Koranzitat, Sura 80, Vers 1 bis 10, Deutsch. Der Blinde kam zu dir und du warst verärgert. Angesprochen ist Mohammed. Mit der Blinde kam zu dir und du warst verärgert. Du hast dich weggedreht. Aber was ist denn, wenn der deine Führung braucht oder wenn er etwas von Gott erfahren will oder wenn er einfach nur wissen will, was ihm seine Religion bringt? Du hast deine Zeit mit Leuten verschwendet, die sich überlegen fühlen. Sie wollen deine Führung nicht. Sie wollen überhaupt nichts von dir wissen. Und ausgerechnet den, der nach dir sucht, den hast du weggeschickt? Ende des Zitats, wenn Sie das zu Hause nachlesen wollen, die ersten 10 Verse der Sure 80. Mohammed wird an verschiedenen Stellen im Koran in dieser Art angesprochen. Hier wird, wenn man so will, das prototypische Szenario einer missglückten pädagogischen Situation beschrieben. Der Verantwortliche, also derjenige mit der Garantenstellung gegenüber seiner Zielperson, hat für einen Augenblick der Schwäche seinen Bildungsauftrag vergessen und wird vom Urheber des Korans wieder aufs Gleis gesetzt. Vereinfacht ausgedrückt, an dieser und ähnlich konstruierten Textstellen klärt der Koran, worum es in der Religion vorrangig geht und welche Auswirkungen das auf das mit- und zwischenmenschliche Handeln hat. Die mit der Garantenstellung sind im Koran zunächst solche Personen, die von Gott gesandt sind, rund 2 Dutzend im Koran namentlich genannte. Die Motive ihrer Geschichten sind meist aus der hebräischen Bibel oder aber auf der Grundlage des globalen kulturellen Gedächtnisses bekannt. Es geht um Krisen und ihre Heilung zwischen Hiob und Noach mit mehr oder minder Anteil an Heimsuchung und Vernichtung. Allesamt Männer übrigens, was nicht ganz plausibel erscheinen will, aber das wäre das Thema eines anderen Beitrags. Es sei nur deshalb hier am Rande erwähnt, weil ein prominenter Strang der pädagogischen Literatur des Islams gerne das Bild bemüht, Lehrer im Islam seien die Erben des Propheten und dies bei einem überwiegenden Anteil an Frauen unter derjenigen Berufsgruppe, die der Wissenschaftsrat in den Blick nimmt. Den Bildungsauftrag dieser Personen, die Altpropheten und die Lehrer also in der Schrift, formuliert der Koran an Stellen wie dieser. Sure 2, Vers 151. Ich habe für euch einen aus eurer Mitte bestimmt. Er deutet die Zeichen, er führt euch, er lehrt euch die Schrift und die Weisheit und er lehrt euch,
was ihr ohne Hilfe nicht wissen könnt. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Für diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht mit dem arabischen Koran gelegentlich beschäftigen. Hier werden, um den erwähnten Aspekt der Verhältnisbestimmung aufzugreifen, pädagogisch wirksame Kategorien gruppiert, zwischen denen sich eine Art produktiver Spannung entfaltet. Der Urheber der Schrift, von frommen Muslimen in der Regel als Gott, als der redende Gott identifiziert, die Figur des mit der Lehre Beauftragten, in diesem Fall Mohammed oder Abraham oder ein anderer, dessen Zielgruppen, seine Familie, sein Gewährsmann, sein Volk, die für die in Rede stehenden Personen wahrnehmbare Welt, die verfügbare Schrift und schließlich Dinge, die gewusst, gelernt und eingeübt werden können, also Lerninhalte. Neben der prominenten Personengruppe der von Gott Gesandten führt der Koran weitere an, die mit Lehre beauftragt sind, Eltern, die Führer religiöser Gemeinschaften und andere besondere Personen, einige namentlich genannt, darunter nun auch einige Frauen. David, um einen herauszugreifen, der nun keine Frau ist, erfüllt alle genannten Kategorien. Er ist Vorhersager und Hervorsager, Gesandter, Anführer und Vater. Er wird vom redenden Ich des Korans angeredet, übrigens das arabische Wort Koran, wurde letzte Woche erklärt, stammt vom arabischen Qara'a, lesen. Es gibt im Kommentar noch andere Herleitungen, in den klassischen Kommentaren, Karina oder Karn, das, was in Etappen entstanden ist, oder auch einfach nur Rede der gehobenen Art. Zitat aus der Sure 38, Vers 26. David, ich mache dich zu einem auf der Erde, der in meinem Sinne handelt, spricht Gott. Verfahre mit den Menschen so, wie es gut und richtig ist. Folge dabei aber nicht deiner Laune, sonst gehst du verloren. Mit dem Exempel David tritt eine ergänzende Verhältnisbestimmung hinzu, die für die Religionspädagogik wichtig ist, und zwar diejenige zwischen Amt oder dem Auftrag einerseits und andererseits der Person oder dem Wesen dessen, der mit dieser Lehre beauftragt ist. Dabei geht es um kritische Fragen nach den relativen oder den absoluten Standards dessen, was gut und richtig ist, was wahr und rechtens ist. Und das verweist auf die zweite Dimension, nämlich die schulische. Für diesen Ansatz möchte ich als These formulieren, die Religionspädagogik nimmt sich der Religion als Gegenstand zwischenmenschlicher Kommunikation und zwischenmenschlichen Handelns an. Ich hätte Schwierigkeiten, irgendein Szenario zu benennen, das nicht auf irgendeine Weise in einen pädagogisch beschreibbaren Handlungsrahmen fiele. Das soll nicht bedeuten, dass die Religionspädagogik sich als die eigentliche, weil vom Menschen und nicht von der Sache her denkende Theologie begreift. Solche Strömungen hat es ja gegeben. Deshalb soll dasjenige Feld eröffnet werden, welches im Regelfall mit Fragen der Pädagogik identifiziert wird. Das ist die Schule. Was die Religion betrifft, geht es dort um den Religionsunterricht als schulisches Unterrichtsfach. Einmal ganz abgesehen von dem Anspruch, dass nicht nur im sogenannten Schulleben, sondern auch in Fächern wie Mathematik, Biologie, Physik, Deutsch, Geschichte oder Kunst ebenso viele religiöse Themen angeschnitten werden, wie im Religionsunterricht die literarischen, historischen, ästhetischen und wissenschaftlichen Aspekte zum Tragen kommen sollten, sofern der Unterricht gut läuft. Das ist nicht immer der Fall. Der Religionsunterricht in der Schule ist also ein Teilaspekt von Schule und von Religion als jeweils eigene Ganzheit, eine Schnittmenge sozusagen. Mit folgendem Motiv aus dem Koran soll deshalb deutlicher auf die Schule verwiesen werden. Es geht um die Präzisierung des Bildungsauftrags. Zusammengefasst nämlich beschreibt der Koran als Leitmotiv für das erzieherische und unterrichtliche Handeln nicht die Menschen in gläubige Subjekte zu verwandeln, sondern die Menschen zu befähigen, sich selbst zu führen. Der arabische Begriff wäre Tazkiya. Dazu bedarf es positiver Rollenvorbilder. Die oben angesprochene, unter Muslimen bevorzugte Wahrnehmung religiösen Kultuspersonals, ich erinnere an Imamausbildung im Wissenschaftsrat,
also Kultuspersonal ist die dort formulierte Formulierung, wie es der Wissenschaftsrat nennt, oder als Erben des Propheten, wie es die klassische islamische Religionslehre nennt, ist dazu geeignet, einen wechselseitigen hypostatischen Erwartungsdruck zwischen Lehrenden und Lernenden aufzubauen. Und eine Hypostase bei Lehrern führt zu dem bewährten, zu dem berühmten und berüchtigten Krankheitsbild, dass Lehrkräfte an ihren eigenen Standards verzweifeln und meinen, ihren pädagogischen und religiösen Ethos im Unterrichtsalltag und in der Härte des Schullebens nicht gerecht werden zu können. Was machen sie? Sie fangen an zu rauchen oder zu trinken, oder sie machen Yoga, oder sie gehen ins Kino. Die Literaturangabe auf dem Skript zu dem Buch, das ich zusammen mit meinem Kollegen Daniel Kroch-Malnick von der Hochschule für jüdische Studien herausgegeben habe, vertieft diese problematischen Aspekte in trialogischer Perspektive. Also mein evangelischer Kollege Bernd Schröder, mein jüdischer Kollege Daniel Kroch-Malnick und meine Wenigkeit, wir haben dazu publiziert bei Frank und Timme. Gleichsam als Panikdor gibt es nur den Kompetenzbegriff im Arsenal des pädagogischen Vokabulars. Kompetenz. Das ist ein Begriff, der in etwa mit den Debatten um sogenannte Rahmen- und Kerncurricula seine Konjunktur hatte, auch wenn er gemeinsam mit seinem stets unterschlagenen Geschwisterwort Performance ursprünglich von Noam Chomsky erschlossen wurde. Beide haben zunächst nichts mit Religion zu tun. Ein mir gut bekannter evangelischer Fachkollege in Bamberg meinte unlängst zum Begriff der Kompetenz in der Religionspädagogik, er habe den Eindruck, als hoffe man, dass die Sau vom Wiegen fetter werde. Nicht jeder springt also gleichsam euphorisch auf den Kompetenzbegriff an. Das ist eins der üblichen Modewörter in der Landschaft der Pädagogik. Er wird genauso sang- und klanglos verschwinden wie andere Begriffe auch. Er ist aber nicht schlecht. Die in der evangelischen Religionspädagogik kontrovers diskutierten, differenzierten Kompetenzmodelle, zum Beispiel Elsenbast und Fischer, Münster 2006, fußen auf einem einfachen Schema grundlegender Bereiche, in denen die Welt religiös erschlossen wird. Das sind die fünf Gliederungspunkte, die Sie auf dem Skript haben: das Wahrnehmen, das Verstehen, das Gestalten, das Kommunizieren und das Teilhaben. Ähnliches lässt sich als Konzeption islamischer Religionspädagogik konstruieren und dementsprechend moderner, also kompetenzorientierter, oder konservativer, also themenorientierter formulieren, wobei die religiöse Signatur im Vordergrund steht. Auch das haben Sie auf dem Skript. Das sind die islamisch-religionspädagogischen Kompetenzen, die da mit den arabischen Wörtchen in Klammern dahinter aufgegliedert werden. Das Einüben von Haltungen und die Befähigung zur Selbstführung der Person, Taskia, die Schulung und Stärkung der religiösen Urteilskraft, Tahkim, die Schulung des guten und gottgefälligen Verhaltens im umfassenden Sinne, Ta'dib, die Deutung der Welt und des Selbst auf Grundlage der religiösen Informationsbestände, Tilawa, das Verständnis vom Menschen und wegen seiner Beeinflussung, Talqin, es wäre eine sogenannte Metakompetenz, die Übermittlung und Kunde der religiösen Informationsbestände, Ta'lim, und die Gewöhnung an eine innere und äußere Ordnung durch das Einüben der religiösen Lebensweise, Ta'wid. Begriffe im Übrigen, die aus Koranstellen wie den vorhin von mir zitierten entnommen sind und die in der islamischen Religionsphilosophie erstmals im 8. und 9. Jahrhundert nach Christus in Basra entstanden und formuliert wurden. Eine solche Aufzählung ist nicht hierarchisch oder diachronisch zu verstehen. Auch wenn man berechtigterweise sagen kann, dass die Kunde religiöser Informationen vor ihrer verstehenden Erschließung stehen muss. Vorausgesetzt allerdings, hier ist nicht die umfassende Kenntnis, sondern die exemplarische gemeint. Und da dreht sich das Argument um. Eine vollumfängliche Kenntnis des religiösen Systems und seiner Informationsbestände ist gar nicht möglich, sondern nur die spezifische Auswahl, das Kernproblem jeder Didaktik, die Auswahl des exemplarischen Lerninhalts. Und die Auswahlkriterien müssen über das hermeneutische Verstehen erarbeitet werden. Und hier schlagen die Alarmglocken der konservativen Muslime an. Als Hochschullehrer wird man nämlich in muslimischen Kreisen spätestens hier gefragt, worauf man sich dabei berufe. Nein, um genau zu sein, auf wen?
Die Berufung auf einen als gelehrt anerkannten Kopf, auf einen Big Name des Islams, gilt vielen auch ungeprüft als Gütesiegel islamischer Richtigkeitsnormen. Hier Bericht zu geben, dass das aus der persönlichen Erfahrung und dem eigenen Nachdenken entstanden sei und dass sich das im wissenschaftlichen Diskurs bewährt habe, ruft zuerst Kopfschütteln hervor. Diese Skepsis ist ja berechtigt, aber in der Umkehrung auch, denn manche im Islam tradierte Lehrmeinung hält ihrerseits der wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Einige der gerade genannten Punkte fachdidaktischer Theoriebildung, die Sie als Gliederung auf dem Skript haben, lassen sich im Einzelnen zurückführen auf eine bestimmte Art Literatur der klassischen Art. Muhammad ibn Sahnun im 9. Jahrhundert nach Christus, der in seinem Werk Adab al-Muallimun, so wie sich Lehrer zu benehmen haben, zur Bescheidenheit, Geduld und Leidenschaft für das Arbeiten mit Kindern rät. Er sieht die Koedukation kritisch, da gemischte Klassen die jungen Leute ungünstig beeinflussen könnten. Und er rät es christlichen Kindern zu gestatten, alles mitzumachen, sie aber vom Lernen des Korans zu befreien, was einen Blick darauf wirft, wie die Unterrichtssituation im 9. Jahrhundert nach Christus in Basra gewesen ist, koedukativ und religiös gemischt. Aber Uthman al-Basri, genannt al-Jahith, zwischen 770 und 860 nach Christus, der in seinem Buch Kitab al-Muallimun, sozusagen der Ratgeber für Lehrer, den Eltern rät, sie sollten nicht die Lehrer dafür verantwortlich machen, wenn ihr Kind in der Schule nur langsam vorankomme. Er sieht Lehrer übrigens als Forscher und bezeichnet das Schreiben und Aufzeichnen von Daten als Pfeiler, auf denen die Gegenwart und die Zukunft der Zivilisation ruhen. Ferner mahnt er an, die Unterrichtssituation zu beobachten oder beobachten zu lassen, diese Beobachtung zu dokumentieren, um mit Kollegen darüber zu sprechen, um das Beste für die Schüler herauszuholen. Abu Nasr al-Farabi, den Sie sicherlich kennen, wenn Sie sich mit Philosophie beschäftigt haben, 9. bis Mitte 10. Jahrhundert nach Christus, der in seinem Buch Kitab al-Alfaz al-Musta'mala fil Mantiq, das ist sozusagen das Handbuch für den Unterricht bei der richtigen Lautung in der Aussprache von Wörtern, man könnte sagen ein früher Logopäde, über die Prozesse des Lehrens und Lernens und über die Bedeutung von Versprachlichung und Veranschaulichung nachdenkt. Er ist der Didaktiker unter diesen Philosophen. Oder Ibn Sina, auch den kennen Sie, 980 bis 1037 nach Christus, der Arzt unter diesen Philosophen und von den damaligen etablierten Religionsgelehrten ebenso dämonisiert wie Ibn Rushd. Berühmt für seinen Al-Qanun fit-Tibb, also seinen Kanon der Medizin, der bis ins 16. Jahrhundert in der europäischen Medizin Anwendung fand, und nicht ganz so bekannt für sein Kitab al-Siyasa, das Handbuch der Politik, wo er mahnt, dass erst gesunde Lebensverhältnisse und stabile emotionale Bindungen Lernen ermöglichen. Lernen beruht bei ihm auf der Bereitschaft der Person, sich auf Veränderungen einzulassen. Er weist darauf hin, dass Wissen sich nicht an Beständen messen lässt, sondern ein Prozess ist, der mit der sensorischen Wahrnehmung beginnt und im Innern geschieht. Wissen, so sagt er, werde subjektiv hergestellt. Und schließlich Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Rasali, kurz der Rasali, geneigte Publikation im Diederichs Verlag, 1058 bis 1111 nach Christus, der in seinem Buch Ihya Ulumuddin, die Erneuerung der Religionswissenschaften, doch tatsächlich meint, die Lehrkräfte sollten wirklich dem Beispiel des Propheten Muhammad folgen, wir hatten das ja bereits, und am besten ohne Bezahlung unterrichten. Nun, darüber müsste man noch mal reden. Gemeint ist vielleicht, und das war ein politisches Thema seiner Zeit im abbasidischen Kalifat, dass die Gelehrten allein von ihrer staatlichen Besoldung leben und nicht noch für ihre Dienste Honorare verlangen sollten, um sie vom Ruch des gefälligen religiösen Urteils freizuhalten. Dem ist zuzustimmen, sofern die Besoldung der Leistung entspricht. Die Leistung wird, was Religionslehre angeht, am sogenannten Output bemessen, also am Erfolg und Ertrag des dienstlichen Handelns und an der fachlichen Auswertung an Schüler- und Elternstimmen und auch an der nachweisbaren Qualifikation. Aber da gibt es noch etwas, das über den Heftrand hinausweist, das als übergeordnete Vision pädagogischen Handelns
morgens beim Aufstehen hilft, auch wenn man mal gerade keine Lust hat, in die Schule zu gehen. Das ist die gesellschaftliche Dimension. Für die möchte ich als These formulieren, die religionspädagogische Bearbeitung von Islam und Schule zielt nicht so sehr auf den Islamunterricht in der Schule, sondern auf den Diskurs um gesellschaftliche Leitbilder und ihre Auswirkung auf die Wahrnehmung von Religion im Allgemeinen. Die Schule ist aber einer der Brennpunkte, in denen sich diese Diskursachsen bündeln. Und das macht Schule bei aller berechtigten Systemkritik schmackhaft. Religionspädagogik hat sich dabei nicht nur in ihrem moderierenden Ansatz in die gesellschaftliche Leitbilddiskussion einzuschalten, sondern auch in ihrem fordernden, in ihrem system- und herrschaftskritischen, die islamische zumal. Dabei schweben mir drei zentrale Domänen vor. Erstens, in der islamischen Religionspädagogik hat die Subjektorientierung Vorrang vor der Objektorientierung. Was ist damit gemeint? Der gegenwärtige Überhang an Objektorientierung bemisst sich am Mess- und Skalierbaren. Das Wachstum, der Wohlstand, die Finanzen, der Mehrwert und ähnliche Begriffe mehr und bei muslimischen Schülerinnen und Schülern in der täglichen Unterrichtssituation die Angst vor dem Versagen und nicht befähigt zu sein oder befugt zu sein, an der Gesellschaft zukünftig zu partizipieren. Es geht hier nicht einfach nur um die platte Opposition von Wertpapieren und Werten, sondern um ein zwangsläufiges Resultat der irdischen Daseinsbefindlichkeit. Es soll nicht heißen, Subjektorientierung gut, Objektorientierung schlecht, zumal sich diese Sphäre nicht unbedingt trennscharf darstellen lassen. Es geht um Tendenzen, die sich in pädagogischen Leitfragen spiegeln. Zum Beispiel, erschöpft sich der Sinn des Lebens im Erhalt des Arbeitsplatzes? Können wir nicht mehr aus der Energiekrise lernen, als mit Elektroautos so weiterzufahren wie bisher? Wem dienen der wissenschaftliche Fortschritt und das wirtschaftliche Wachstum? Wissenschaft und Wirtschaft oder den Menschen insgesamt? Wie führt der Islam Machbarkeit und Verantwortbarkeit zusammen? Oder, wie ich einmal von einem Schüler gefragt wurde, ist es denn nicht so, dass der Islam für den Menschen da ist und nicht umgekehrt? In Umkehrung dessen, was er in der üblichen Moscheepredigt zu hören bekommt. Das sind Fragen, mit denen sich jugendliche Muslime im Religionsunterricht des Islams an die Lehrkräfte wenden, wenn man das denn zulässt. Mit kritischen Fragen, zumal bei denen sie genau wissen, dass sie nicht zu den Eltern zu laufen brauchen, nicht in die Moschee gehen können und auch aus dem Internet nur prekäre Antworten auf ihre drängenden Orientierungsfragen erhalten. Weiters, die islamische Religionspädagogik, das wäre sozusagen ein zweites Argument, hebt die rationalen Personenmerkmale hervor. Das hängt zusammen mit der Frage der Identität als aktiver Selbstkonstruktion des Subjekts. Diese konstruiert sich aus rationalen, das heißt bewusst verfügbaren und relationalen, das heißt über die Verhältnisbestimmung von Ich und Du gewonnenen Merkmalen. Damit wendet sich die islamische Religionspädagogik gegen jede Identitätskonstruktion über Gegenhorizonte. Wir sind alles das, was die anderen nicht sind. Und folglich auch gegen essentialistische Begriffsschöpfungen. Es ist nicht zulässig zu sagen, ich bin Muslim, weil ich kein Deutscher bin oder kein Christ. Gelegentlich wurde ich von Schülern auf dem Schulhof gefragt, Herr Beer, sind Sie jetzt Deutscher oder Muslim? Weil sie sehen, wie diese Begrifflichkeiten in der Wahrnehmung der muslimischen Kinder und Jugendlichen zusammenlaufen können. Das betrifft Begriffe wie Kultur und in Ausdehnung dessen von islamischer Kultur. Meine Damen und Herren, Musliminnen und Muslime heute pflegen ganz unterschiedliche Kulturen, mit ihrer Religion umzugehen. Sie leben nicht in islamischer Kultur. Diesem Konstrukt bin ich bis dato noch nie begegnet. Außer in der Propaganda. Drittens, die islamische Religionspädagogik legt einen besonderen Bezug zu erinnerter Geschichte dar. Sie führt eine veränderte Wahrnehmung von Geschichte ein. Hier geht es, so sehe ich das jedenfalls, darum, zum Primat der materialen Geschichtsauffassung eine weiterführende Konstruktion anzubieten. Es fällt auf, dass es in jüngerer Zeit vor allem Historiker sind,
denen es offenbar am schwierigsten fällt, altgeliebte Vorurteile aus dem Bereich Islam aufzugeben. Das scheint daran zu liegen, dass materiale Geschichtsbilder mit normativem Anspruch aufwarten und die erwähnten Fachvertreter zum entsprechenden Habitus des Unwiderlegbaren verführen. Geschichte und Religion sind in dieser Hinsicht vermutlich zwei artverwandte Disziplinen. Was wäre die Weiterführung? Sie läge darin, die subjektiv und kollektiv generierten Geschichtsbilder auf die Merkmale ihrer Genese hin zu dekonstruieren, ihren religiösen Gehalt herauszuschälen und diesen als den subjektiven Bezugshorizont zu klären. Geschichte als Chronogramm subjektiven Bewusstseins von Herkunft und Zugehörigkeit würde sich da nicht allein als eine schier unendliche Abfolge von Personen, Ereignissen, Bedingungen, Ursachen und Wirkungen entfalten. Man denke an die Einführung des Zeitstrahls, nicht? Sie kennen das, als bevorzugtes Konstruktionsmuster von Vor- und Nachzeitigkeit in allen Lehrplänen für die Primarstufe. So an den Wänden des Klassenzimmers. Es wird dann ausgedehnt nach hinten und nach vorne, also nach gestern und nach morgen. Es geht meiner Meinung nach darum, das zu ergänzen. Lernen an der Zeit, und das ist ein religionspädagogisches Thema, Lernen an der Zeit gleichsam als thematische Kreisbahnen personalen Verstehens mit weniger Anspruch auf strukturelle Normativität, aber mehr Anspruch auf Gleichzeitigkeit und Gegenwart. Es geht um die Bezugshorizonte der Person mit bestimmender Kraft, entlang derer sich Verstehen manifestiert. Ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass Religionsgemeinschaften in einem bestimmten Strang der französischen Soziologie als Erinnerungsgemeinschaften bezeichnet werden. Das scheint, meinem Verständnis des Korans nach, die Lehre daraus zu sein, wie der Koran die altprophetischen Geschichten arrangiert. Chaotisch, meinte eine Kollegin von den Islamwissenschaften aus Hamburg kürzlich. Nein, scheinbar chaotisch, antworte ich ihr. Gegen den Strich gebürstet, prototypisch mit Blick auf die zentralen religiösen Themen und nicht genealogisch mit Blick auf Namen und Geschichten, wie Sie das vielleicht als geübte oder gelegentliche Leserinnen und Leser des Alten Testaments erfahren. Das leitet über zur vierten und letzten Dimension, die Sache mit der Wissenschaftlichkeit. Hier möchte ich folgende These formulieren. Islamische Religionspädagogik bringt einen veränderten Zugriff auf die Schrift mit sich. Und da geht es ans Eingemachte, was das angeht, was Muslimen und Muslimen als heilig daherkommt. Islamische Religionspädagogik erfordert oder bedingt, ich bin mir da noch nicht im Klaren, eine veränderte Kultur, den Koran zu lesen. Dabei geht es darum, sich der Motive bewusst zu werden, entlang derer das Verstehen konstruiert wird. Es sind diese Motive, die auf den Prüfstand gehören, nicht die Schrift. Mit den kodifizierten und kanonisierten Werken des Koran- und Hadith-Kommentars, arabisch Tafsir, und der politischen, rechtlichen und religiösen Steuerung früherer Gesellschaften transportieren sich auch als Subtext quasi unter dem Gewebe die Beweggründe der damaligen Akteure. Der Koran lebt von dieser Spannung zwischen Historizität und Aktualität. Das war schon zu Zeiten seiner Entstehung so. Man kann das nachzeichnen am Koran. Das war schon zu Zeiten seiner Entstehung so, was auch für die religionspädagogische Erschließung des Korans hier und heute eine mindestens zweifache Korrelation erfordert. Erstens die Geschichtlichkeit oder Geschichtsbedingtheit des Korans als Dokument selbst, als historisches Diskursdokument. Und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie in ihm als Text unter religiösen Vorzeichen Geschichte entworfen und gedeutet wird. Also so etwas wie seine literarische und theologische Analyse. Das muss hier betont werden, nachdem in jüngeren Publikationen, und auch mir wurde das schon persönlich zum Vorwurf gemacht, Publikationen in Indonesien, wo ich zur Schule gegangen bin als Jugendlicher, oder in der Türkei, ein Wort wie Hermeneutik, und zwar als kursiv gesetztes Lehnwort ohne weitere Übersetzung und Erklärung, gleichgesetzt wird mit Wörtern wie westlich, christlich und ungläubig. Und eine mir bekannte Lehranstalt in Österreich, die auch islamische Religionslehre ausbildet, hat letztes Jahr, vorletztes Jahr, 2009,
die 2 Semesterwochenstunden Philosophie im Pflichtkanon der Lehrerausbildung gestrichen mit dem Hinweis, Philosophie verführe zum Unglauben. Ich bin jetzt unwissenschaftlich, wenn ich sage, da stellt es mir die Haare hoch. Die Schulung von Kompetenzen des verstehenden Zugangs ist deshalb für die islamische Religionspädagogik einzufordern, kompromisslos. Das Wort alternativlos vermeide ich. Die Kaprizierung auf den erklärenden Zugang führt zu den Verzerrungen des Islams, unter denen wir Muslime heute zu leiden haben. Und das liegt keineswegs nur an einer islamophobischen Diktion der Massenmedien, sondern das ist unsere eigene Tür, vor der wir tüchtig zu kehren haben. Hermeneutik als Theorie der Exegese des Korans bietet sich allein schon deshalb als ein kooperatives und ebenso intra- wie interdisziplinäres Unterfangen an, als sie eine wissenschaftlich regelgeleitete Technik des Sich-Einfühlens und Sich-Hineindenkens erfordert, mithin den Wechsel zwischen Perspektiven, was ich für, wenn wir schon von pädagogischen Kompetenzen rede, für eine der pädagogischen Schlüsselkompetenzen halte, unabhängig vom Fach Religion, eine andere Perspektive einnehmen und das, was man als wahr und gesichert tradiert, glaubt, kritisch und neu in den Blick zu nehmen. Unter veränderten Vorzeichen, geistige Beweglichkeit. Plessner hätte gesagt, die Fähigkeit zu exzentrischer Positionalität, die uns allen ja qua Anthropologie mitgegeben sein sollte. Zu ihren eigenen Gütekriterien, insbesondere als Denkdisziplin an der Schnittstelle zwischen Theologie und Pädagogik, also zu den Gütekriterien von Religionspädagogik, gehören also Authentizität und Plausibilität. Damit ist sie besonders auf die Zusammenarbeit mit solchen Disziplinen angewiesen, die abweichende, aber notwendig ergänzende Gütekriterien anlegen. Abgesehen von der Theologie oder den Theologien, die an unserer Universität ja immerhin noch einen Fachbereich darstellen, die per se als Anschlussdisziplin Pate steht, geraten andere Wissenschaften in die Mitte der Aufmerksamkeit. Allesamt Disziplinen, der Religionspädagogik helfen, ihre Sätze von den Menschen und ihren Lebenswelten aus zu formulieren. Die empirische Erforschung religiöser Gegenwartskulturen, die Kulturwissenschaften und die Kulturgeografie mit Schwerpunkt auf empirischer Sozialforschung, die politikwissenschaftliche Forschung, die sozialwissenschaftliche, rechtswissenschaftliche, wirtschafts- und geschichtswissenschaftliche Forschung, die literaturwissenschaftliche Forschung oder Islamwissenschaften mit Schwerpunkt auf Literatur, die Medienforschung, die Genderforschung, wie etwa die Studieneinheit Gender Studies an der Universität Regensburg, die Regionalforschung, die Bildungsforschung und so weiter und so fort. Das an der FAU, also an unserer Universität, gegründete Zentralinstitut, und das war vermutlich die Einflüsterung, die Sie vorhin im Ohr hatten, das Zentralinstitut für die Anthropologie der Religionen, an der das Interdisziplinäre Zentrum für islamische Religionslehre beteiligt ist, da ist die Verknüpfung, arbeitet gemeinsam mit den islamischen Studien zu Fragen von Körper und Verkörperung, Raum und Praktiken, sowie Normen, Normativität und Normenwandel, allesamt pädagogisch relevante Themen. Eine der noch auszuschreibenden Professuren für islamische Studien wird deshalb ihren Schwerpunkt auf der islamischen Normenlehre haben, eine andere auf hermeneutisch-exegetischen Fragen, eine dritte auf kulturräumlichen und theologiegeschichtlichen Fragen und eine vierte angedachte, aber nicht konkret projektierte Professur, weil die eventuell an der Universität Bayreuth besser angesiedelt wäre, eine Professur islamische Studien mit Schwerpunkt auf der Erforschung muslimischer Gegenwartskulturen. Und meine Professur wäre die fünfte, das wäre die Tarbiya-Professur, die Professur für islamische Religionspädagogik, die gegenwärtig noch Professur für islamische Religionslehre heißt, weil wir vor 5 Jahren, als das Projekt begann, uns entschlossen hatten, mit dem Begriff Lehre diese Doppeldeutigkeit von Lehre im Sinne der Religion als System und Lehre im Sinne der Didaktik mit Blick auf die Schule zu umfassen. Die Islamwissenschaften sind hier besonders herausgehoben, sofern sie davon Abstand nehmen, die besseren Islamversteher sein zu wollen. Hier kommt es darauf an, welchen Schwerpunkt die Islamwissenschaften sich jeweils geben. Einen kulturgeografischen, einen philologischen, das wäre unsere Rückert-Lehrstuhl-Anbindung,
einen historischen oder dergleichen mehr. Das beschäftigt uns gegenwärtig sehr, gerade in der Berufungskommission für die beiden Professuren Arabistik W2 und Orientalistik W3. Was eine zukünftige Theologie des Islams angeht an unserer Universität, hätte sie die Aufgabe, also Orientalistik W3, hier die theologische Grundlagenforschung zu begleiten, die im Islam einen ausgeprägt textwissenschaftlichen Bezug hat, weswegen wir mit der philologischen Ausrichtung an unserer Universität schon ganz gut im Wind liegen. Schauen Sie nicht so angstvoll auf mein Skript, ich komme zum Schluss. Wo lege also das Profil der islamischen Religionspädagogik im Sinne dessen, was das Papier des Wissenschaftsrats anreißt und was meine wissenschaftliche Neugier befriedigt? Sie hätte die Aufgabe, die wissenschaftliche Moderation zwischen derlei Beiträgen zur Grundlagen- und Handlungsforschung zu betreiben, um für die ins Ziel genommenen Personengruppen, Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, eine Verbesserung ihrer Situation zu erreichen und für diesen Prozess den Islam als religiöses Bezugssystem nutzbar zu machen. Das weist natürlich über den schulischen Kontext hinaus. Es geht also um religiöses Lernen in formalen und nicht formalen Kontexten als den Aufgabenbereich islamischer Religionspädagogik. Lernen lässt sich einer vereinfachten Definition gemäß als Verhaltensänderung beschreiben. Die islamische Religionspädagogik in Deutschland hat die Chance, solche Veränderungsprofile zu entwerfen und die entsprechende Regelleitung zu beschreiben. Sie ist also, wenn Sie so wollen, Orientierungs- und Prinzipienwissenschaft mit Rückwirkung auf das soziale Feld oder in das soziale Feld hinein, aus dem heraus sie ihre Legitimation bezieht. Hier liegt vielleicht ein Unterschied zum Selbstverständnis islamischer Theologie, das sich nicht darin erschöpfen kann, dass Betroffene aus ihrer Situation heraus von Gott reden und dann schweigen. Wer als Muslim Religionspädagoge sein will, muss aus der beruflichen und persönlichen Perspektive heraus die gesamte Gesellschaft als die eigene Solidargemeinschaft im Blick haben. Die persönliche Perspektive ist dabei besonders wichtig. Wer den Islam an der Hochschule vertritt, wird von Seiten vieler Musliminnen und Muslime als einer wahrgenommen, der Lehre betreibt und den Islam weiterführt. So entstehen Schulen theologischen Denkens. Es wäre also den einzelnen Hochschulstandorten, über die gegenwärtig im bundesdeutschen Kontext diskutiert wird, anzuraten, nicht nach dem vermeintlich konsensualen Mittelmaß in der Lehre des Islams zu suchen, bei dem man möglichst wenig ankratzt, sondern im Gegenteil, eigenes Profil in der Lehre zu zeigen. Und das ist heute ebenso wie schon in den früheren Kulturen des Islams nur möglich, wenn es nicht um Muslim und Nicht-Muslim geht, sondern um den Menschen. Die Zukunft islamischer Religionspädagogik hängt also nicht allein an der Frage des Religionsunterrichts, sondern an anderen Fragen. Wie wirkt sich der Islam auf das Verhalten der Menschen aus, die in einer Weise auf die Welt zugreifen, als gehöre sie ihnen, und die dabei aus dem Blick verlieren, dass die Welt immer schon der kommenden Generation gehört? Also ein Besitzanspruch auf Abruf. Welche Aspekte hat der Islam beizusteuern zu den Fragen der sozialen Gerechtigkeit und des politischen Friedens? Also Fragen, bei denen er eher mit dem Gegenteil dessen identifiziert wird. Immerhin, Mohammed selbst rückte einen zentralen Aspekt in die Mitte, als er sagte, er sei schließlich nicht gekommen, um die Menschen unglücklich zu machen, sondern um sie glücklich zu machen. Und hier läge eine der zentralen Zukunftsfragen, über die muslimische Jugendliche vehement diskutieren in der Schule. Wie beschreiben wir als Musliminnen und Muslime in Deutschland das Glück des Menschen und was haben wir da anzubieten? Um abschließend in meinem vorletzten Satz noch einmal auf David zurückzugreifen, es könnte ja sein, dass sich die Sache mit dem Guten und Richtigen, welches ihm der Koran an dieser Textstelle ans Herz legte, dem Wahren und Rechten nicht als eine Sache von Wahrheit oder Unwahrheit im religiösen System erweist, sondern als ein Gegenstand der gesellschaftlichen Aushandlung. Und wie würden sich Muslime in diesen Diskursprozess einbringen? Als echtes religiöses Anliegen und nicht aus der bloßen Not pluraler Lebensverhältnisse
oder konservativer Steckenpferdreiterei heraus. Das wäre dann in Ergänzung zum Wahren und Guten das Schöne. Ich danke Ihnen für das geneigte Ohr. Eine einfache Frage, die Sie eigentlich selbst angedeutet haben, Sie es auf dem Schulhof gefragt worden sind. Lehre und Glaube kann wahrscheinlich schlecht voneinander getrennt werden. Sehen Sie selbst dann islamischen Glaubens? Ja, ich bin Muslim. Ich bin im rheinischen Katholizismus zwischen Fronleichnam und St. Martin aufgewachsen in Koblenz am Rhein. Bin mit 17 Jahren nach Indonesien gegangen und dort zum Islam übergetreten. Stamme mütterlicherseits aber aus einem jüdischen Kontext. Meine Großeltern sind konvertierte Juden und habe das als kleiner Junge noch mitbekommen, wenn Rabbi Leitner aus Worms zu meinen Großeltern nach Ludwigshafen rüberkam, um Freitagabend den Schabbat einzuleiten mit Sauerkraut, Kassler und Kartoffelbrei. Und meine Großmutter sagte, gib dem Jungen doch mal ein Glas Rotwein, der sieht so blass aus. Also vielfältige religiöse Erfahrungen haben schon eine Rolle gespielt, ja. Also das Programm, das Sie entwickelt haben, ist ja außerordentlich anspruchsvoll. Und es ist multidisziplinär, das haben Sie auch gesagt, nicht? Wie sehr organisiert, wenn ich das mal so fragen darf? Also ich weiß es einfach nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen auch nicht klar ist. Und die zweite Frage, die ich habe, gibt es einen Bezug zu Schulen, in denen so etwas wie muslimischer Religionsunterricht schon praktiziert wird? Denn das ist ja sozusagen der empirische Bezug, den Sie ja auch brauchen, um gewisse Konzepte mal in der Praxis auszuprobieren, wenn Sie schon so weit sind, dass Sie Konzepte entwickeln können. Ja. Sie haben auf dem Skript ganz unten, also rechts unten, eine Webseite angegeben, wo Sie viele der Dinge nochmal in Ruhe nachblättern können. Das ITZIR ist organisiert als interdisziplinäres Zentrum und die FAU ist, glaube ich, eine der Universitäten in Deutschland, die die meisten sogenannten IZs hat. Ich glaube, wir haben ungefähr 30. Das ist eine sehr, sehr kluge Einrichtung, weil sie ohne hohen organisatorischen Aufwand ermöglicht, in einer gewissen Struktur interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt, am ITZIR sind verschiedene Personen beteiligt. Kollege Bobzin, der letzte Woche da war, Kollege Rohe, der, glaube ich, nächste Woche kommt, also die Rechtswissenschaften, die Islamwissenschaften, Kollege Bahadir von den Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaft des Vorderen Orients. Es sind die Theologien und Religionspädagogiken, Manfred Pirner, Kollege Bubmann beteiligt. Und nachdem die katholische Theologie so drastisch beschnitten wurde, wird es gegenwärtig durch den beauftragten Akademischen Rat, der die Lehre versieht, hier wahrgenommen. Wenn wir die islamischen Studien bekommen an die Universität, wenn wir also von Frau Schawan den Zuschlag bekommen, ist geplant, ein Department islamische Studien einzurichten. Das ist also Beschluss der Hochschulleitung und durch die entsprechenden Gremien der Hochschulleitung gegangen. Es wird ein Mini-Department, was sozusagen unserem Büro, unserem Chefbüro eigentlich vom Prinzip her nicht so gut gefällt. Was aber deshalb wichtig ist, weil islamische Theologie an einem Department islamische Studien ja im Grunde genommen auch unter religionsverfassungsrechtliche Maßstäbe fällt. Beispielsweise die Mitsprache von muslimischen Organisationen bei der Berufung theologischer Professuren, wie im Bayerischen Hochschulpersonalgesetz vorgesehen. Nun haben wir aber keine muslimische Landeskirche, die ein entsprechender Konkordatspartner wäre, weswegen nun versucht wird, aus den Empfehlungen des Wissenschaftsrats, das über Beiräte zu lösen. Das heißt, unsere Universität gründet einen Beirat aus Musliminnen und Muslimen, organisierter Verbände, Musliminnen und Muslime des öffentlichen Lebens, Fachvertreter aus dem In- und Ausland, die die Universität in dieser Entwicklung und Begleitung des Departments unterstützen. Und da ist es wichtig, dass man eine sehr klare, definierte Einheit hat, für die das Mandat des Beirats gilt. Denn ein solcher muslimischer Beirat kann sich ja nicht in die Belange der philosophischen Fakultät einmischen. Das wäre sozusagen eine Klerikalisierung des Wissenschaftsbetriebs. Das
will ich nicht und das möchte niemand. Aber wir wollen sozusagen hier natürlich das Votum der muslimischen Basis repräsentiert wissen. Also dann wird sich Izzir verändern. Dann wird aus diesem Zentrum ein Zentrum für islamische Religionspädagogik, das maßgeblich an die pädagogische Bildungsforschung angeschlossen ist. Wir haben ja nebenher noch das Erlanger Zentrum für islamisches Recht in Europa, wozu sicherlich mein Kollege Matthias Rohr nächste Woche was sagen wird, was ein weiteres Zentrum daneben ist. Also wir haben in den letzten Jahren eine ganze Menge solcher Zentren aufgebaut, die kleinformatig aufgestellt sind, aber in ihrem wissenschaftlichen Output sehr stark wahrgenommen werden. Der islamische Religionsunterricht an bayerischen Schulen findet laut Ministerratsbeschluss vom März 2009 nunmehr an rund 250 Schulen in Bayern statt. Und die Tischvorlage für den Ministerrat, mit der Kultusminister in den Ministerrat gegangen ist, stammt aus unserer Feder. Wir haben, als ich 2006 hier die Professur antrat, eine Versuchsschule in Erlangen gehabt, an der Brucker Lahre. Es kam eine weitere Versuchsschule hinzu mit der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg, zwei weiteren Schulen in Bayreuth und München. Wir sind also von 1 auf 2, dann auf 11 und dann auf 250. Und die Maßgabe der bayerischen Staatsregierung gegenwärtig, das ist überfraktioneller Konsens im Landtag, ist, dieses Modell flächendeckend einzuführen. Wir sind also, ich bin als Forscher in der schwierigen Lage, dass ich in dem Feld forschen möchte, das ich selber gepflügt habe. Und das ist für Forschung anrüchig. Das riecht nach Selbstbeforschung. Weswegen es nun wichtig ist, andere Disziplinen hinzuzubekommen, die aus einem anderen Blickwinkel in die Sache reingehen und mich da ein bisschen entlasten. Und wir haben eine sehr intensive Expertise im bundesweiten Kontext. Einige unserer Mitglieder des IZIR sind in der Islamkonferenz vertreten, in den entsprechenden Gremien des Wissenschaftsrats. Und die Konstruktionsmerkmale unserer Lehrpläne, die in Bayern gültige Lehrpläne für Islamunterricht sind, sind in andere Bundesländer exportiert. Insofern war Erlangen immer der Standort, der durch einen sehr guten wissenschaftlichen Output überzeugte, der aber strukturell immer am schwächsten dastand, was jetzt sozusagen in einem Nachholverfahren sozusagen angeglichen werden soll. Inshallah, müsste ich sagen. Ich hätte gerne gewusst, wie sind denn jetzt diese Lehrkräfte, die jetzt an diesen Pilotschulen unterrichten, wie sind die ausgebildet worden? Ja, sitzen einige hier. Die sind zunächst einmal, das ist der Idealfall, Leute, junge Leute, die einen persönlichen religiösen Hintergrund haben. Das geht oft Hand in Hand mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Die grundständig Lehramt studieren, wie zum Beispiel mein wissenschaftlicher Mitarbeiter Amin Roshdi, der Lehramt für Realschule studiert mit den Fächern Deutsch und Geschichte, jetzt im Referendariat ist im zweiten Jahr. Und dann bekommen die von uns ein Modul islamische Religionslehre dazu, was jetzt mit März diesen Jahres in die LPO 1 als sogenanntes Erweiterungsfach aufgenommen wird, parallel konstruiert zum Beispiel zu Philosophie und Ethik als Erweiterungsfach. Also im Umfang von etwa 20 Semesterwochenstunden mit einer Staatsexamensprüfung, zwei Klausuren, eine fachwissenschaftliche Fachdidaktik. Die Ausbildung umfasst drei Bereiche. Den Islam kennenlernen, Schriftgrundlagen, tradierte theologische Grundlagen, den Islam reflektieren, das wäre sozusagen der kritische Diskurs, Islam in Gegenwartskulturen, Islam, wie er sich verändert durch Migration zum Beispiel oder in den jugendlichen Lebenswelten, und den Islam anwenden. Dazu gehört zum Beispiel ein fachdidaktisches Seminar an der Schule oder ein Blog-Seminar, in dem Fälle, Fragen von Schülerinnen und Schülern fachwissenschaftlich und fachdidaktisch beantwortet werden, vor allen Dingen, wenn die Anfragen so kritisch sind, dass sie eine Lehrkraft in Verlegenheit bringen können, wie zum Beispiel ein Schüler, der bei uns in der 9. Jahrgangsstufe vor 2 Jahren fragte, ob es sich für ihn als Muslim, als homosexueller Muslim, überhaupt lohne, mit dem Beten anzufangen, wenn er sowieso in der Hölle landet.
Also zum Teil Orientierungsfragen, die zu tun haben mit der sexuellen Orientierung, mit Fragen der Pubertät, mit Fragen, wie weit geht die Gehorsamspflicht gegenüber den Eltern, wie sinnvoll ist es, in die Moschee zu gehen, komme ich in die Hölle, wenn ich das Vaterunser mitbete und so weiter und so fort. Das verschärft sich vor allen Dingen dadurch, weil von vielen Musliminnen und Muslimen aus migrantischen Kontexten der Islam sehr stark als praxiologisch dominierte Religion wahrgenommen. Muslim ist, wer etwas tut. Also ein Hauptschüler aus Dienstlaken, den wir in einem Gruppendiskussionsverfahren zu Wort kommen ließen, hat gesagt, ein Muslim ist einer, der kein Schweinefleisch isst, seinen Eltern gehorcht und nicht mit Mädchen rummacht. Wobei er meinte, mit Mädchen rummacht, türkische Mädchen. Das gelte nicht für die deutschen Mädchen, mit denen dürfe man rummachen. Sie sehen, wie schräg da die Maßstäbe liegen. Ich hatte nun gedacht in dem Interview, dass die türkischen Schülerinnen vor Protest aufschreien. Aber sie gaben zu Protokoll, klar, wir sind doch keine Schlampen. Ja? Also das ist das, was ich vorhin meinte mit Gegenhorizont. Das Risiko, dass über vor allen Dingen eine bekenntnismäßige Gruppierung, Lerngruppen in einem Unterricht Gegenhorizonte aufgebaut werden, wir und die anderen, das aufzufangen in einer Didaktik, die im Grunde genommen hin zur Weltoffenheit erzieht, stellt unsere Lehrkräfte vor große Herausforderungen, bei denen ich nicht manchmal weiß, ob die Ausbildung passt, ob wir das schaffen. Weil es wird hinzukommen, das vertiefte Lehramtsstudium fürs Gymnasium in der LPO im nächsten Jahr, da sieht es dann anders aus. Da ist zum Beispiel ein Arabikum dabei, ähnlich einem Hebräikum. Und dann sind wir bei einer Semesterwochenstundenzahl von 50 oder 48, wie in vertieften Studiengängen Religion. Dafür fehlt uns aber noch das Personal. Das geht erst, wenn wir die Professuren haben, die diesen fachwissenschaftlichen Input auch leisten. Also ich bin die letzten Jahre an die Grenzen der allein physischen Belastbarkeit geraten durch diese Doppelfunktion Fachwissenschaft und Fachdidaktik. Und nebenher das Agieren im politischen Feld und den Aufbau der Schulversuche in Bayern. Ich habe eine Frage. Gibt es an und für sich in solcher Institutionen, auch in islamischen Ländern, die sich an und für sich in umgekehrter Richtung damit beschäftigen, wie der christliche Glaube oder die christliche Gesellschaft einen Einfluss nehmen kann in der muslimischen Gesellschaft und wie auch einen gesellschaftlichen Beitrag dazu leisten kann. Gibt es sowas in umgekehrter Richtung? Ja, in Indonesien gibt es das beispielsweise. An den sogenannten IAIN, das sind die staatlichen Lehrerbildungsinstitutionen. Man könnte Indonesien vielleicht als islamisches Land durchgehen lassen, insofern als es das Land mit der größten islamischen Bevölkerung weltweit ist. Aber inwieweit es die Kriterien eines islamischen Landes erfüllt, ist schwierig. Im Sudan oder in Saudi-Arabien werden Sie sowas nicht finden, auch nicht im Iran. In Ägypten ist es so, dass wir eine enge Kooperation mit der Deutschen Evangelischen Oberschule haben, an der ein kooperatives Religionsunterrichtsmodell gefahren wird, wo Religion in Epochen in der 11. und 12. Jahrgangsstufe in bekenntnisgemischten, also bekenntnisinhomogenen Lerngruppen praktiziert wird. Da kommt für 3-4 Wochen der koptische Religionslehrer und der islamische sitzt mit drin. Und dann kommen sozusagen der islamische Religionslehrer und der koptische sitzen mit drin oder der evangelische oder katholische oder der Philosophielehrer. Dieses Modell begleiten wir intensiv. Wir fahren jetzt wieder mit Studenten für ein Praktikum dorthin, haben aber die Schwierigkeit, dass der ägyptische Minister Sagsuk, der für Erziehungsfragen zuständig ist und der seine eigenen Kinder an diese Schule schickt und sagt, ladet mich bitte nicht zu einem Festvortrag ein. Denn wenn ihr mich zu einem Festvortrag einladet, bin ich gezwungen, öffentlich Stellung zu diesem Unterrichtsmodell zu nehmen. Und das kann ich dann nicht so positiv, wie ich das persönlich empfinde. Sie sehen also daran, dass es in sogenannten islamischen Gesellschaften zu Druckszenarien kommt, die mit politischen Tendenzen zu tun haben, religiöse Minderheiten zu marginalisieren. Und da sieht es schellenweise sehr, sehr schlecht aus. Wo es gut aussieht, ist Südafrika und ihr seht von Durban, aber das ist kein islamisches Land. Da haben sie sehr große muslimische, in Durban sind Muslime in bestimmten Vierteln in der Mehrheit. Also da haben sie vielleicht eine soziologische Beschreibung muslimischer Cluster, aber sie haben keine
politologische Einheit islamisches Land. Da ist noch eine Menge Holz zu hacken, glaube ich. Und das glaube ich auch, weil ja. wir befassen uns intensiv, wir investieren viel Geld, viel Kraft. Oder, ja. Ja? Und in islamischen Ländern wird nichts gemacht. Ja. Das ist einseitig. Ja. Ja? Und in islamischen Ländern gibt es auch viele Christen. Ja? Nehmen wir die Türkei oder sowas. Ja. Ja? Und die werden alle unter den Tisch gekehrt. Ich finde es einfach nicht richtig, dass wir dann so viel investieren und die investieren nichts. Ja. Ja, da haben Sie teilweise recht, wobei ich es schwierig finde, andere Länder als Vergleichshorizont herzunehmen, ohne dann sozusagen in deren politische Struktur zu blicken oder in die Art und Weise, wie zum Beispiel das akademische Wissensmanagement funktioniert oder unter welchen verfassungsrechtlichen Vorgaben religiöse Minderheiten überhaupt leben. Das ist zum Beispiel eine Frage, mit der sollten Sie sich nächste Woche mit meinem Kollegen Matthias Rohe, der Fachmann für solche Fragen ist, intensiver auseinandersetzen, der sehr viel herumgereist ist die letzten Jahre in sogenannte islamische Länder, um insbesondere dort Rechtspraktiken zu untersuchen, die sich an die Scharia anlehnen und die sich sozusagen mit religiösen Minderheiten beschäftigen. Und was ich Ihnen vielleicht noch empfehlen könnte, eine der Bewerberinnen für die Professur W3 Orientalistik, Frau Professor Johanna Pink, Frau Dr. PhD, Dr. Johanna Pink aus Berlin, hat in ihren Publikationen zu diesem Thema speziell sich in ihrer Diss und Habil beschäftigt. Sie wird am Samstag bei den Berufungsvorträgen sein, das sind öffentliche Berufungsvorträge. Vielleicht wäre es für Sie interessant, die Daten von der Website der Universität zu googeln und mal Ihren Vortrag anzuhören. Ich glaube, da kriegen Sie eine Menge Input, was sozusagen Ihre Befindlichkeit, wenn ich das so ausdrücken darf, noch einmal strukturiert mit einem bestimmten Länderbezug. Hauptsächlich Ägypten, Türkei und Indonesien. Da bin ich aber, ich bin da nicht wirklich Fachmann. Nächste Woche bitte hier bei Matthias Rohr. War der Koran als das dritte Testament gedacht? Die Frage ist, wann die Entscheidung fiel, ein Testament zu nennen. Das ist ja im Grunde genommen ja eine theologische Kategorie, die vielleicht denjenigen, die an der Entstehung der Texte, die wir als Testament bezeichnen, nicht bewusst war. Insofern sozusagen würde es dem muslimischen Selbstverständnis im Regelfall nicht entsprechen, zu sagen, es handelt sich um so etwas wie einen christlichen Ableger aus dem 7. Jahrhundert nach Christus im Südwesten der arabischen Halbinsel. Allerdings muss ich das einschränken, denn das ist jetzt meine Auffassung. Ja, da ernte ich oft Prügel für, aber das muss man einfach mal diskutieren. Ist der Islam wesentlich enger mit dem Judentum als mit dem Christentum seiner Zeit verwandt? Und die judeo-christlichen Stämme im Jemen, Ostafrika, die dort damals lebten und die keine dezidierten Abgrenzungsdiskurse zwischen Judentum und Christentum führten, auch die damaligen Christen in der Zeit haben sich teilweise als Juden verstanden oder als jüdische Stämme. Da ist die Nähe zum Islam sehr viel enger als zu dem, was sie heute im Rückblick als christlich bezeichnen würde oder als das rabbinische Judentum, das in der arabischen Halbinsel überhaupt keine Rolle gespielt hat. Sie haben im arabischen Judentum so Dinge wie zum Beispiel, denken Sie an die Synagoge Dura Europos, in der wir nachweisen können, dass Bileam Brandopfer dargeboten wurde. Das fällt heute aus dem rabbinischen Judentum völlig raus, gehört aber zur kulturgeografischen Ausbildung solcher Stämme und Stammeskulturen. Und um es zu verkürzen, die Zeit der Koranentstehung zerfällt in zwei Phasen. Die frühe mekkanische Phase zwischen 610 und 622 Pi mal Daumen nach Christus und die medinensische Phase zwischen 622 nach Christus und 632 nach Christus, das Ende der Koranoffenbarung circa März, April 632 nach Christus und der Tod Mohammeds im Juni 632 nach Christus. Und mit dieser sogenannten Hijra, also dem Wechsel von Mekka nach Medina, auch der Auswanderung der Personen von Mekka nach Medina, ist verbunden ein Paradigmenwechsel in der Selbstwahrnehmung des Islams. Ging es anfangs noch um die Ummat al-Islamiyya, um die Gemeinschaft
derer, die im Zustande des Islams als anthropologischem Kriterium leben und bei denen natürlich alle eingeschlossen waren und sich Mohammed sozusagen als der Erfüller der vorangegangenen Offenbarungen sah, galt dann nach der Hijra ein anderes Paradigma, nämlich die Gemeinschaft der Musliminnen und Muslime, also von der Ummat al-Islamiyya zur Ummat al-Muslimin, wo dann die Abgrenzungsdiskurse geführt werden zu jüdischen oder christlichen Traditionen, wo im Grunde genommen auch judeo-christliche Traditionen inklusivistisch in Anspruch genommen werden und wo sie den Wechsel der Gebetsrichtung haben von vormals Jerusalem, dann von Medina aus nach Mekka, was ungefähr einer im Deutschen berüchtigten 180 Grad, also einer Kehrtwende gleichkommt, vom Norden nach Süden. Sie haben ja da noch die Moschee mit den beiden Mihrabs, die Masjid Qiblatayn. Und das ist ein zwar in den Religionswissenschaften als sogenannte Frustrationshypothese gut beforschtes Feld, aber ein von der islamischen Theologie noch wenig aufgegriffenes Feld, weil es an Fragestellungen rührt, die im Grunde genommen in naiver Vorstellung die Unversehrtheit der heiligen Botschaft und ihres Überbringers berühren und schlagartig den historischen Kontext aufleuchten lassen. Und der historische Kontext wird innerhalb der Koranwissenschaften immer als Erfüllungskontext für die koranische Botschaft gesehen. Und das ist sozusagen das große Problem noch, was die Berührungsängste muslimischer Religionsgelehrsamkeit angeht, mit harten Forschungsfakten und mit unbequemen Fragen. Sie finden das bei Muslimen, also in der theologischen Reflexion, eigentlich nur bei Islamgelehrten, die im sogenannten westlichen Ausland lehren, also Amina Wadud in Virginia oder hier in Europa, in Frankfurt, mein Kollege Emma Össoy und andere, die eben lehren. Oder dann wieder ganz im Osten in Indonesien. Dazwischen wird es etwas eng. Ja. Ja, der Islam hat weitaus andere und größere Probleme, als sich mit dem Christentum anzulegen. Wie sehen Sie die Zukunft des Islam? Das ist eine sehr pauschale Fragestellung. Ich stelle mir manchmal die Frage, weil Sie nach Zukunft fragen, wie hat es geschafft, der Islam als religiöses System zu überleben? Ich bin der Meinung, dass Kriterien wie Plausibilität, wie ich sie vorhin nannte, ausschlaggebend sein müssen dafür, dass heute 1, so und so viele Milliarden Menschen Muslime sind und sich, abgesehen von der einen oder anderen Entgleisung, weitgehend gut aufgehoben fühlen in diesem religiösen System. Nicht unbedingt im politischen System, das ist eine andere Diskussion. Ja. Auch nicht das politisch in Anspruch genommene religiöse System, über das viele Konflikte konstruiert werden. Siehe Irak, siehe Ägypten. Von daher bin ich der Meinung, wenn es Muslimen gelingt, das wieder hervorzukehren, was ursprünglich sozusagen das Feuer im positiven Sinne, ja, ausgemacht hat für den religiösen Antrieb, in die Welt zu gehen und Welt zu gestalten, dann könnte es gelingen, den Islam sozusagen für die nächste Zeit, für die nächsten Jahrhunderte wieder schmackhaft zu machen. Und zwar für Muslime wie für Nicht-Muslime. Das ist der entscheidende Punkt. Der anders als damals heute ist, denke ich, eine Veränderung der Weltwahrnehmung. Wir nehmen Welt in globaler Perspektive wahr. Wenn Sie das Weltbild Mohammeds betrachten und schauen, was wurde als Weltkreis bezeichnet, endete die Welt weitgehend mit dem byzantinisch-sassanitischen Reich im Norden, dem venetischen Reich im Süden und dem Reich des abessinischen Negus in Ostafrika. Mohammed sprach noch von China, als er sagte, Ötlob al-Elm hatta min nasin, was eine sogenannte arabische Weisheit ist. Wenn du Wissen suchst, suche es, selbst wenn du nach China gehen müsstest. Also China war im Kulturgedächtnis der Inbegriff von Hochkultur, ebenso wie sozusagen das pharaonische Ägypten natürlich. Das gilt aber für Religion allgemein. Wenn es uns nicht gelingt, bei denen, die sozusagen als Funktionäre von Religion und als Gelehrte von Religion auftreten, glaubhaft zu formulieren, welchen Eintrag Religion
in den zivilgesellschaftlichen Diskurs um die Gestaltung der Zukunft hat, nämlich in seinem positiven Ertrag für die, die der Religion angehören, wie auch für die, die ihr nicht angehören, dann hat er, wie jede Religion, seine Zukunft verloren. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Ägypten hat ein Problem mit Wasser. Ich habe fast einen Herzschlag gekriegt, als ich mit dem Auto von Ägypten vorbei an den koptischen Klöstern in Wadi Natron auf der Autobahn nach Alexandria gefahren bin. Die versuchen da gerade den Mittelstreifen zu begrünen. Was ein irrsinniges Unterfangen ist. Das Nilwasser ist sehr kostbar und geht ständig zurück. Jüngsten Schätzungen wird in 5 bis 7 Jahren die Situation sehr, sehr schwierig. Und ich höre in der Hussein-Moschee des Freitags einen Moscheeprediger vor zigtausenden von Leuten und laufenden Kameras predigen: Brüder und Schwestern im Islam, macht euch keine Sorge, Allah der Allmächtige hat im Koran uns prophezeit, dass er uns Muslime nicht im Trocknen stehen lassen wird. Ohne in irgendeiner Weise zum Beispiel die Option veränderten Verhaltens, Konsumverhaltens oder Umweltverhaltens auf der Grundlage religiöser Motive anzudenken. Daran können Sie sehen, wie weit sozusagen wir weg sind an manchen Orten in der islamischen Welt, was überhaupt erstmal die Fähigkeit angeht, Problemlagen zu erkennen und zu benennen, bevor man überhaupt anfängt, sich theologisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Und wenn wir dann also eine religiös motivierte Gegenpropaganda haben, die im Grunde genommen ihrerseits ein rechthaberisches Überlegenheitsparadigma formuliert gegenüber anderen Religionen, anderen Zivilisationen und dem Westen insgesamt und auf Dämonisierungsdiskurse einlassen, dann würde ich Ihre Frage danach, wie sehen Sie die Zukunft des Islams, eher pessimistisch beantworten, weil sich die Menschen so etwas, siehe Tunesien, das hat nun keinen islamischen Hintergrund, sondern einen anderen, aber Menschen lassen sich sowas nicht lange bieten und brechen aus solchen Zwängen, ideologischen und gesellschaftlichen Zwängen aus. Und von daher mache ich die Erfahrung, dass auch alteingesessene Gelehrte wie in Al-Azhar oder anderen Universitäten, konservative Knochen, sehr neugierig auf das sind, was wir hier gegenwärtig in Deutschland oder in Frankreich oder England an islamischer Theologie entwickeln, weil sie sagen, wir brauchen das, aber wir dürfen nicht wirklich sagen, was wir denken und was wir meinen. Und das ist eine der Zielsetzungen unserer Universität hier, aber auch des Projekts Islamische Studien bundesweit. Es geht nicht um Imam-Ausbildung, es geht nicht um Religionslehrerausbildung. Es geht in Wirklichkeit darum, eine neue Form islamischer Theologie zu formulieren, die in ihrer Attraktivität in die islamischen Kernkulturen ausstrahlt. Aber das darf man nicht zu laut sagen, sonst wäre ich jetzt Bundespräsident, müsste ich zurücktreten. Und das muss natürlich die Situation religiöser Minderheiten verbessern. Das heißt, diese Frage geht nicht am Islam vorbei, sondern nur durch den Islam durch, sonst hat das keine Basis. Ja, ich sehe es so, ich meine, wenn Sie, was Sie vorhin gesagt haben, wenn die Historie unterdrückt wird, bewusst unterdrückt wird, ja, kann man an für sich heute einen immensen politischen Druck ausüben, dass diese Historie gar nicht zum Vorschein kommt. Ja? Und das ist für mich das Problematische, ja? Dass heutzutage praktisch diese Historie nur dann zum Tragen kommt oder gelehrt werden kann oder publiziert werden kann, wenn es in jedem islamischen Land eine Revolution gibt. Vorher wird es gar nicht anders passieren. So sieht es aus. Der politische Druck über die politische Glocke über diesem ganzen System, ja, ist so stark, ja, dass die ganzen Gelehrten, muslimischen Gelehrte, nur nach den politischen Ideologien lehren. Nicht alle. Ja gut, aber die sind nicht gut angesehen wahrscheinlich. Nicht bei allen. Ja, gibt es noch weitere...